Leiden. Okay, Christos, ich überlasse dir das Mikro. Du könntest die Einrichtung ganz lassen und viel Spaß. Das andere? Ja, Abend. Ich grüße und beglückwünsche erstmal Bayern zum Geburtstag, der Piraten Bayern. Ich habe hier eine schöne Sache mal aus dem Internet. Das ist jetzt, finde ich mal ganz witzig. Das ist der neue Kölner Verhaltenskodex. Für die Medien gilt eine Armlänge Abstand von der Tastatur, bis die wichtigsten Infos gesichert sind. Für die Polizei keine Armlänge Abstand zu denen, die Frauen bedrängen. Politik, eine Darmlänge Abstand vom Rektum der besorgten Bürger entfernt bleiben. Für die besorgten Bürger eine erhobene rechte Armlänge Abstand vom Leseforen. Und das Letzte, das fand ich am schönsten, an die Täter, fickt euch doch einfach selbst. Da, bevor ich hier wieder. Dieses habe ich übrigens übernommen, damit ich auch da ein bisschen nicht ganz so hohen Shitstorm-Bedarf habe. Von der Heute-Show. Gerne könnt ihr euch bei denen beschweren. Ich fand ihr sehr schön. Ich hatte ja versprochen, was über die CSU hier zu erzählen. Und da kannst du ja eigentlich im Endeffekt jahrelang hier vorne stehen und selbst den Olaf überholen. Also. Stellt euch mal vor 2000 Jahren, ein paar zerquetschte, Kaspar, Melchior und Balthasar kamen rein, sahen sich in unserem Land um und waren total überrascht. Sie wollten ja eigentlich grundsätzlich Myrrhe, Weihrauch und Gold mitbringen. Aber diese Gaben waren nicht mehr wichtig. Diese Gaben waren für dieses Land nicht mehr wichtig. Wirklich nicht. Davon gab es genug. Es floss sogar Honig und Milch in Bayern, in den Flüssen. Es war absolut voll. Nur sie sahen es nicht. Also was brauchten sie? Sie saßen da, tranken ihr Wein, sage ich mal, ich will nicht ganz gottlästerisch sein, ihren Wein, unterhielten sich und waren sich definitiv klar, sie brauchen das Land, nicht nur Bayern, sondern auch Deutschland, braucht Freiheit, Bürgerrechte und Achtsamkeit. Und das brachten sie. Das brachten sie mit. Und die Menschen waren total überrascht, wie wertvoll das war. Wie wertvoll das Ganze war. Warum auch? Sie waren ja auch gewöhnt, zum Beispiel hier in Bayern, dass sie den Teufel Seehofer hatten. Da gab es noch den Dämon, der hieß Söder. Dieser Dämon war wirklich ein ganz heftiger. Es kam Asche aus seinem Mund. Das war so ungefähr, wenn er redete, waren so viele Lügen dabei, dass er noch nicht mal mehr wusste, was er sagte, denn es war ja nur Rauch, Schall und Rauch sozusagen bei dem. Und ein Dämon, der hieß Scheuer. Ah, er kennt den Scheuer. Restdeutschland kennt ihn nicht, aber den Bayern ist das bekannt. Der sagte doch tatsächlich in der letzten Zeit, dass Ausländer deutsche Frauen nicht mehr anschauen dürfen. Habe ich jetzt ein bisschen verändert. Aber in der Richtung lief das. Mal ganz im Ernst, das kann überhaupt gar nicht sein. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Ich darf die Frau nicht mehr anfassen, also Armeslänge. Ich darf sie nicht mehr anschauen. Das finde ich total blöd. Wirklich. Also, wie soll denn der arme südländische Mann als solches damit überhaupt klarkommen? Ich darf sie nicht mehr anschauen, die Frauen. Ich darf sie nicht mehr Armeslänge. Wie soll ich sie denn umarmen, wenn ich mich freue, eine Frau zu sehen? Also, das geht gar nicht. Soll ich dir das erklären mit den Frauen? Nee. Nein, es ist aber so schlimm, dass der Teufel Seehofer wollte es sogar, dass der Ausländer als solches eine Registrierung hat, dass er eine Registrierung hat und dass er sich jederzeit ausweisen kann. Als ob in diesem verdammten wirklich Ausweis drinne stehen würde, ob er den Frauen an den Arsch packen würde oder nicht. Also was momentan
in der Richtung passiert, läuft aus meiner Sicht wirklich in die absolute totale Überwachung. Es fängt bei dem kleinen Ausländer an und hört bei dem normalen Bürger auf. Ich bin einfach nur noch überrascht, dass es so Kleinigkeiten sind. Vorher waren es die Flüchtlinge, dann ganz früher, weiß ich noch, wo ich klein war, waren es die Asylanten, dann waren es die Flüchtlinge und jetzt wird es schon mittlerweile die Ausländer sein. Und demnächst sind es die normalen Bürger. Der normale Mensch, der dann überwacht wird, von wo nach wo er hingeht, was er zu tätigen hat. Wir haben jetzt schon die ersten Schritte und ich bin davon überzeugt, persönlich, dass wir, die Piraten, die einzigen sind, die es hinkriegen, in diesem Jahr den Leuten klarzumachen. Vielleicht nicht über die Presse sofort. Geht raus, erklärt es den Leuten, erklärt es den Menschen, was es bedeutet, frei zu sein. Erklärt es den Menschen, wenn er rausgeht. Geht raus aus der Bubble und erklärt es denen. Die Gesellschaft, eine freie Gesellschaft, gibt es nur mit uns Piraten. Punkt aus. Gestern habe ich mich aufgeregt. Da schrieb der Stegner von der SPD, es möge doch bitte sehr keine Anonymität mehr im Internet geben. Und zwar jeder sollte seinen Klarnamen benutzen. Das hat er auf einen Tweet geschrieben. Warum? Wegen den Terroristen. Weil die Terroristen angeblich man so besser fassen könnte. Sicher das. Demnächst werden wir noch irgendwelche Fingerabdrücke machen, dass du nur noch mit einem Fingerabdruck reingehst. Und dieser Stegner war eigentlich ein Guter. Es war ein Guter von der SPD. Das war nicht so ein Wirtschaftsmacher wie Gabriel. Der schreibt das wirklich öffentlich auf Twitter, dass die Anonymität im Internet nicht zu sein hat. Ich frage mich manchmal nach dieser Neuland-Geschichte von der Merkel und jetzt Stegner, begreifen das die Volksparteien nicht? Begreifen die nicht, wie das Internet funktioniert? Wie das überhaupt geht? Haben die nicht begriffen, dass dieser Computer nicht der Feind ist? Das Internet ist kein Feind. Das Internet ist die einzige Möglichkeit, wo wir nach vorne kommen. Und zwar mit allen Möglichkeiten. Wenn wir das Internet als Feinde ansehen, wie es die Volksparteien tun, dann können wir die Computer ausmachen. Ich bin froh, dass die wahrscheinlich noch nicht mal einen Rechner zu Hause haben und noch nicht mal sich auskennen. Wenn das bei Stegner irgendein Assistent gemacht hat, den würde ich feuern lassen. Ja, Schnorri, danke. Wir haben jetzt 2016, muss jedem von uns klar sein, ob hier im Raum oder im Stream, ist für uns Piraten entscheidend. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, nicht schön zu reden, nicht zu sagen, das Jahr 2016 ist entscheidend, in welche Richtung wir gehen. Wir sind keine Bürgerbewegung, wir sind eine Partei. Und als Partei möchte ich, dass wir wieder in die Landtage kommen. Und dafür stehen wir. Wir sind eine Partei und wir haben die Möglichkeiten. Es sind alle Möglichkeiten, alle anderen Parteien tun alles dafür, dass wir unsere Themen nach vorne bringen. Und ihr seid es, die es nach vorne bringen können. In jeden einzelnen Infostand, in jeden einzelnen Person einfach weitergeben. Seid einfach stolz darauf, Piraten zu sein. Denn es ist die geilste Partei, die ich kenne und ich bin stolz drauf. Danke euch.